Hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge der Hauptkampagne von Desperados 3. So viel kann ich schon mal verraten, während hier der Spielstand noch lädt, um uns in den Canyon del Diablo zurückzubringen. Denn ich habe, nachdem ich das letzte Mal die Aufnahme ja nicht zu Ende gebracht habe, diese letzte Mission schon mal offscreen fertig gespielt. Denn man hat hier doch einiges noch zu tun. Und es hat also locker eine Dreiviertelstunde und 30 Mal laden gebraucht, bis ich die Mission geschafft habe. Und das wollte ich jetzt einfach nicht alles zeigen. Das Problem dabei ist, dass die Typen hier in der Mitte einen ziemlich großen Sichtkegel haben und auch der Knabe hier, wenn er hier runter guckt. Deswegen gibt es zwar Positionen, wo man das Ganze erledigt bekommt. Aber halt auch nicht sehr viele. Und teilweise muss man dann auch ein bisschen noch mit Tricks arbeiten. Dementsprechend zum Beispiel hier eine der wenigen Stellen, wo der Typ die Tasche überhaupt wahrnimmt. Und dann hat man noch den Sichtkegel von dem da oben, der nervt. Jetzt im Moment guckt er halt gerade nicht hin. Guckt hin. Und schon ist man tot. So, in dem Fall war das Problem, dass ich den Sichtkegel des falschen Typen ausgewählt hat. Und den da hätte ich auswählen müssen. Und solche Sachen passieren halt leicht und andauernd. Den Sichtkegel von dem da oben komplett vermeiden kann man nicht. Und auch die Unterhaltung mit dem Knaben, was ihn ablenkt, passiert halt nicht im Rhythmus halt nicht so, dass man den hier erlegen kann, weil der natürlich nur genau dann hierher guckt, wenn die da oben nicht im Gespräch sind. Das heißt, man muss das Ganze dementsprechend so abpassen, dass der Doc genügend Zeit hat. Den kann man jetzt getrost hier liegen lassen. Und da man auch nur gebückt überall lang kommt oder über die größten Teile der Map, ist das Ganze auch ein bisschen langwieriger. Es geht jetzt aber nicht anders. Der Doc wird jetzt relativ viel von der Arbeit erledigen. Wie gesagt, die Sichtkegel sind ein Problem, wo die sich gegenseitig schützen. Und dass es nur relativ wenig Bereiche gibt, wo man jemanden hinlocken kann, wo niemand hinschaut. Einer davon ist zum Beispiel jetzt hier hinter dem Busch. Da guckt er hin, das heißt, da kann man ihn mit der Tasche zum Beispiel hinlocken. Aber sie zum Beispiel schaut nur bis hier. Er schaut darüber, er auch. Also da muss man es dementsprechend mehrfach sich absichern. Und dann kann man mit dem guten Doktor dahin. Muss man natürlich auch erstmal hinbekommen. Aber jetzt keine große Herausforderung letzten Endes. Und dann die Tasche ins Sichtfeld. Und dann kann man den Kerl schnell ausknipsen. They're gone. What's it gonna be, kid? Let's drop this one off. Die weiteren Sichtkegel sind dann zum Beispiel hier relativ ätzend verteilt. Da muss man dann halt schon mal durchschleichen. Was aber eigentlich noch ganz gut funktioniert. Der hier ist ungeschützt, einer der wenigen, die ungeschützt sind, sobald man erstmal den, der hier vorne patrouilliert hat, beseitigt. Und dann muss man auch darauf achten, dass man den halt nicht entsorgt, während
die da oben sich unterhalten, weil man sonst durch den Sichtkegel läuft. Danach funktioniert das allerdings gut. Für den nächsten Schritt brauche ich Hector. Warum auch immer, es hat bis jetzt nur mit Hector geklappt. Der Doktor wird jetzt den Knaben hier hinten an die Mauer locken. Allerdings erst, wenn er wieder sitzt, denn ansonsten kommen beide. Würde vielleicht auch funktionieren, aber so ist es einfacher. Und man muss das auch hier hinten an der Mauer machen. Weil ansonsten das Blickfeld von denen da hinten zu weit ist. Now follow the plan. Let's keep moving. Let's close this up. Up we go. Hole again. Also bis der seine Tasche wieder hat, das ist immer ein Drama. So, nun hat er noch zwei Schüsse, mehr braucht er nicht. Das heißt, den können wir jetzt einfach ausschalten, weil das keiner mitbekommt. Theoretisch könnte er sich hier noch einen Schuss nachholen, aber ist gar nicht nötig. Denn jetzt haben wir das unwichtige Fallobst erledigt. Und können uns daran machen, diese Situation hier zu lösen, was nicht ganz so leicht ist. Das ist eine einfache Rechnung. Wir haben 8 Gegner und nur 4 Leute. Und der Einzige, der wirklich viele ausschalten kann, gleichzeitig ist Hector mit seiner Schrotflinte. Da sieht man aber schon relativ schnell, dass es auf die Positionierung ankommt. Ich muss die 4 alle erwischen. Das funktioniert aber nur dann, wenn Hector hier in den Sichtkegel läuft, dass er bemerkt wird. Und das heißt, dass er die letzte Aktion ausführen muss. Bei den anderen ist es jetzt nicht ganz so schwierig, geeignete Ziele auszumachen. Natürlich verbindet man mit Isabel 2 Leute. Und manchmal passiert es, wenn man den Fall benutzt, dass die so taumeln. Dann weiß ich nicht, woran das liegt. Ob das passiert, wenn man zu nah dran ist oder wenn man es zu schnell hintereinander macht. Jedenfalls, wenn sie taumeln, dann bemerken das die anderen und das ist dann das Angriffszeichen. Und dann wird Cooper erschossen. Die Mission schlägt fehl. So. Den Showdown-Modus, das nur noch zur Erinnerung, kann man auch nur ein einziges Mal auslösen, da man immer Coopers Schuss mit auslöst. Und dementsprechend wäre dann immer die Mission zu Ende, wenn man mit dem Showdown-Modus nicht die gesamte Bande ausschaltet. So, Katie nimmt mich den. Sondern ich hoffe, ich habe jetzt nicht den falschen ausgewählt. Better make this count. Let's not keep Frank waiting. Ich glaube, ich hatte sonst die beiden miteinander verbunden und Isabel hat den gemeuchelt. Ich hoffe, das reicht jetzt. Sonst muss ich das nochmal ändern. Hier, wie gesagt, ist jetzt das Problem, Hector muss in den Sichtkegel laufen und dann die Schrotflinte programmieren.
So, reinlaufen. Showdown-Modus auswählen. Und dementsprechend, wenn es jetzt richtig programmiert ist, sollten alle sterben. Ja, hat geklappt. Und wir hören Franks letzte Worte. Und damit haben wir Desperados 3 gemeinsam durchgespielt. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen, auch wenn diese Folge jetzt nicht allzu viele Zuschauer hatte. Würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht ein Like oder ein Abo dalasst. Auf die Art und Weise weiß ich, dass die Arbeit, die ja nun doch drin steckt, dem einen oder anderen gefallen hat und dementsprechend belohnt wird. Es gibt noch viel zu zeigen. Es gibt die Herausforderungen des Barons, indem man alte Missionen nochmal unter einem ganz anderen Aspekt durchspielt. Es gibt hier noch viele Badges zu erzielen und so weiter und so fort. Ob ich das jetzt alles aufnehmen werde, weiß ich nicht. Vermutlich eher nicht. Also zumindest nicht die ganzen Badges nochmal machen. Aber vielleicht die Challenges. Das überlege ich mir noch. Ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, sich das Spiel zu kaufen und es mal selbst zu probieren, auch wenn man nach einem komplett durchgeschauten Let's Play nicht mehr viele Überraschungen vor sich hat. Es gibt immer noch andere Wege, es gibt bestimmt noch viele bessere Wege. Man kann versuchen, die ganzen Badges zu erzielen. Durch die Let's Plays weiß man ja, was man zu machen hat. Und man unterstützt ein deutsches Entwicklerstudio, was, wie ich finde, ein hervorragendes Spiel hingelegt hat, und all das. Es wäre für mich schon Grund genug, das Spiel zu kaufen. Ansonsten ist jetzt aber erstmal mit Desperados 3 Schluss, denke ich, zumindest mit der Hauptmission. Und ich danke euch allen fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr bei einem anderen Video, ob nun über die Desperados Challenges oder ein anderes Spiel, mal wieder dabei sein würdet. Und sage bis dahin tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Casuality.